Es ist der zweite, dritte Tag eigentlich schon unserer Veranstaltung jetzt hier und Sie sehen vier Plätze auf der Bühne. Es wird also weitergehen mit Beiträgen natürlich, aber noch mehr Dialog, noch mehr Gespräch miteinander und wir werden heute in eine ganz interessante, komplexe Ereignis von jüdisch-christlichem Dialog einsteigen. Ich habe mir wahnsinnig viele Notizen gemacht. Ich hoffe, ich kriege sie richtig zusammen, denn es sind einige sehr beeindruckende Persönlichkeiten dabei. Genau genommen sind es 6 Männer, die heute hier sprechen werden oder zu Wort kommen. 4 per Mikrofon, 2 sind, wie wir Christen sagen würden, schon im Himmel. Auf jeden Fall leben sie nicht mehr hier auf der Erde mit uns. Ihr Wirken geht aber weiter. Zum einen handelt es sich um den litauisch-französischen Philosophen und Autor Emmanuel Levinas. Er war auch Jude, sein Denken, seine Schriften geprägt von der Phänomenologie Edmund Husserls und dem Denken Martin Heideggers, aber auch der Tora und dem Talmud. Er hat Eltern und Geschwister alle im Holocaust verloren und sich daraufhin geschworen, nie wieder einen Fuß auf deutschen Boden zu setzen. Das Gespräch mit Deutschen hat er aber nicht verweigert. Und deshalb dürfen wir heute einen Ausschnitt eines Gespräches hören, das er mit dem Theologen und Philosophen, späteren Bischof von Aachen, Klaus Hämmerle, geführt hat. Die beiden hat neben ihrer intellektuellen Auseinandersetzung auch eine persönliche Freundschaft verbunden. Klaus Hämmerle war seines Zeichens einer der Hauptansprechpartner von christlicher Seite für Juden in Deutschland, für den Dialog, hat im Zentralkomitee der deutschen Katholiken gewirkt und auch im Rahmen der Fokularbewegung sich sehr für den Dialog auf vielen Ebenen eingesetzt. Das Gespräch dieser beiden Männer, die eben jetzt nicht mehr in körperlicher Präsenz hier sein können, wird uns näher gebracht durch einmal Gerhard Röder, da vorne. Herzlich willkommen in unserer Runde. Er war langjähriger Vorsitzender der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ist immer noch im Vorstand aktiv, einer Gesellschaft, die auch diese Tagung mit unterstützt. Schon allein dafür auch herzlichen Dank. Sie waren lange Zeit Rektor an einem Augsburger Gymnasium und wir haben uns gerade noch angeregt unterhalten, jetzt als Rentner haben Sie noch mal extra die Zeit auch genutzt, in München ein Judaistikstudium zu machen, als Lehrer mit großer Begeisterung für die neuen Sprachen. Jetzt haben Sie auch Zeit, sich den alten, auch biblischen Sprachen zuzuwenden, wenn jemand mit Ihnen Hebräisch reden möchte. Haben wir gehört, ist eine Leidenschaft. Alt und Neues geht beides. Er wird Levinas hier verstimmlichen. Sein Gegenüber, Klaus Hämmerle, wird durch Christoph Bär dargestellt. Auch dir herzlich willkommen. Auch er durch die Fokularbewegung viel in Sachen Dialog unterwegs. Ansonsten im Dialog mit jungen Menschen als Lehrer an einer Grundschule in Hamburg und ausgebildeter Sprecher. Um uns mit reinzunehmen in die Komplexität dieses Gespräches, das von zwei Menschen eben geführt würde, die sich begegnen wollten, die als Freunde und auch als intellektuelle Gesprächspartner sehr verbunden waren, die aber in diesem Gespräch, es steht drin, eine Vergegnung erleben, ne? Also ein Dialog, der auch mal gründlich schiefgehen kann, haben wir Professor Hans-Peter Heinz hier, ein persönlicher Freund von Klaus Hämmerle, selber seit über 50 Jahren im Dialog mit den Juden, unter anderem auch im jüdisch-christlichen Gesprächskreis des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Er selber war öfters anwesend bei den Gesprächen von Hämmerle und Levinas. Dieses Gespräch ist übrigens aus dem Jahr 86, wahrscheinlich in der Schweiz, wir sind uns nicht ganz sicher, auf jeden Fall nicht eben in Deutschland, denn diesem Versprechen ist Levinas auch treu geblieben, nie wieder einen Fuß auf diesen Boden zu setzen. Und sein Gesprächspartner wiederum im Gespräch über das Gespräch ist Herbert Launroth, ein brillanter Intellektueller, Bildungsreferent hier in Ottmaring und in Italien oder in Rom in der Scuola Abba, also einem großen Gesprächskreis Intellektueller unterschiedlichster Disziplinen im Dialog der Fokularbewegung aktiv.
Und er sagte mir gestern Abend, wenn alles gut geht, dann geht das heute schief. Also in dieser Spannung oder genau in diesem Aufriss möchte ich Sie gerne jetzt in das Gespräch übergeben an diese sechs Herren Dialog und Vergegnung zugleich. Ich möchte einfach erzählen, wie in den zurückliegenden Jahren eine gewisse Veränderung in mein persönliches Verhältnis zum Christentum gekommen ist. Ich werde es ganz offen sagen und möchte niemanden beleidigen. Bei uns Juden ist jeder frei. Wir haben keine Synagoge, die eine offizielle Richtung vorgibt. Jeder ist in einem gewissen Sinne frei, das, was bei ihm vorkommt, zu erklären. Manchmal beneide ich die Juden etwas, dass sie so frei sind, weil manche Gängelungen aus Rom tun, nicht tun, für mich nicht so ganz einfach ist. Andererseits müsste man lieber riesig froh, dass es diese Autorität der katholischen Kirche gibt, sonst hätte es das Zweite Vatikanische Konzil nicht gegeben. Dieses kräftige Jawort zum Judentum. Das ist die Kehrseite. Bin ich sehr dankbar dafür. Und zweiter Punkt, er sagt, ich möchte niemand beleidigen. Das heißt, sie reden als Freunde miteinander, das ist ein delikates Thema. Kann auch schwierig werden, aber wir wollen offen miteinander reden und nicht uns so schonen, dass wir alles so gut geglättet sahen, dass niemand beleidigt und es wird kein Gespräch. Also ich habe von diesem Text, den wir jetzt hören, von dieser Begegnung unendlich viel gelernt für das Thema, das uns ja auch in diesen Tagen beschäftigt. Wie geht Dialog? Das ist ein bisschen die Perspektive, unter der ich mich gemeinsam mit Hans-Peter auch diesem Text annähern möchte. Und Dialog geht zunächst einmal so, dass jemand Ich sagt, sich nicht versteckt hinter irgendwelchen Reputationen, Titeln, Institutionen, sondern sagt, ich stelle mich hin und ich gebe Zeugnis von dem, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist ein Sprechen, ähnlich wie es Hannah Arendt bezeichnet hat, das ins Risiko geht. Hannah Arendt sprach vom Denken ohne Geländer. Also ohne eine vorgezeichnete Linie, der zu folgen wäre, sondern einzig im Namen der eigenen Lebens- und wie bei Levinas Leidensgeschichte. Das finde ich bemerkenswert. Und diese Bereitschaft, ins Risiko zu gehen, sich auszusetzen, sich in seiner Intimität auch mitzuzeigen, heißt, ich werde verletzbar und, wie Hans-Peter eben schon sagte, zur Ethik dieses Gespräches gehört, dass auch der andere bereit ist, sich von mir verletzen zu lassen. Ohne diese Verletzung bleibt der Dialog ein steriler Wortwechsel. In meiner Kindheit vor etwa 80 Jahren war das Christentum eine ganz verschlossene Welt, von der man als Jude nichts Gutes erwarten konnte. Die erste Geschichte des Christentums, die ich gelesen habe, war eine Geschichte der Inquisition. Wenig später kam die entscheidende Lektüre der Geschichte der Kreuzzüge. Und ich habe in einem Land gelebt, wo zwischen Juden und Christen überhaupt kein Verhältnis war. Ich bin in Litauen geboren. Es ist ein schönes Land mit braven Menschen, aber ein Verhältnis gab es nicht. Später kam ich zum Lesen des Evangeliums. Das, was dort drin steht als Lehre, als Vorstellung von Menschen, schien mir immer nah. So stieß ich auch auf das Kapitel 25 von Matthäus, wo die Leute ganz verwundert sind, als man ihnen sagt, sie hätten den lieben Gott verlassen und verfolgt. Es kommt darauf hinaus, dass sie, wenn sie den armen Menschen weggeschickt haben, eigentlich den lieben Gott weggeschickt haben. Als ich später den Begriff der Eucharistie kennengelernt habe, sagte ich immer, die echte Eucharistie ist in diesem Moment, wo der andere mir begegnet. Dort ist wirklich mehr als in Brot und Wein die Persönlichkeit des Göttlichen selbst. Aber dies habe ich auch im Alten Testament gelesen, im Kapitel 58 von Jesaja. Das hat denselben Sinn. Die Leute sind geistig raffiniert. Sie suchen danach, Gottes Antlitz zu sehen, Gottes Nähe zu fühlen. Und doch kommt Gott nur dann, wenn sie dem Armen helfen, den Hungrigen satt machen. Das war das Gegensätzliche. Ich darf es so sagen.
das war das persönliche Verständnis von Christus. Was unverständlich bleibt, ist nicht der Mensch, sondern das ganze Mysterium, das ganze theologische Thema. Das bleibt verschlossen. So, hier kommt am Schluss ein Wort vor, was noch mehrfach vorkommt bei Levinas. Das verstehe ich nicht. Ich möchte gerne etwas verstehen. Das eine, was er hier nicht versteht, ist Eucharistie, Theologie, Theorie. Was soll das eigentlich? Leute wollen Gott begegnen. Schön. Dazu Glückwunsch. Aber was ich nicht verstehe, ist die eigentliche, die tiefe, die Erfahrung unter die Haut geht, nämlich einerseits das Leiden und andererseits das Evangelium, die Begegnung mit dem Nächsten, der Mensch. Und wenn die Begegnung mit dem Menschen, wenn die unter die Haut geht, dann mögen die Erklärungen, Theologie und Bibel und alles kommen. Aber was ich brauche, ist, dass Menschen mich beeindrucken. Wenn das wegbleibt, dann wird das Evangelium und das Alte Testament wird zum Ärgernis. Wie steht es mit dem Menschen? Ich bin erinnert auch an Gandhi, der hat eine ähnliche Erfahrung. Er hat gesagt, ich habe das Evangelium gelesen, war begeistert, wollte Christ werden. Als ich dann sah, nach außen guckte, wie die Christenheit lebt, habe ich gesagt, lieber doch nicht. Also was mich an dieser Passage auch beeindruckt hat, du hast es eben schon angesprochen, Hans-Peter, ist, dass wir die Religion an ihrem Zeugnischarakter erkennen können. Ein Zeugnis bedeutet allein Zukunft. Zeugnis bedeutet allein Glaubwürdigkeit. Und hier formuliert er sehr drastisch und sehr pointiert, dass es im Grunde genommen nicht um das Geheimnis Gottes geht, sondern um das Geheimnis des Menschen. Um eine Art von Menschwerdung oder einer Leidenschaft für Mitmenschlichkeit. Die Nähe wagen, das ist vielleicht das große Thema auch der Philosophie, Levinas. Die Nähe wagen, die keineswegs selbstverständlich ist, weil jeder andere ein Geheimnis in sich trägt. Das Geheimnis Gottes. Und es ist immer das Geheimnis, das uns nahe kommen will. Und insofern lese ich diese Worte von Levinas wirklich als die Erinnerung daran, dass authentischer Gottesdienst Menschendienst ist. Dass es gilt, die Innenräume des Kultischen zu verlassen und in die offenen, ungeschützten, riskanten Räume der Diakonie, der Nächstenliebe einzutreten. Daraus erwächst das, was dann auch Levinas in seiner großen Philosophie, die heute zu den einflussreichsten Strömungen überhaupt gehört, als die Ethik, die Herausforderung der Ethik bezeichnet hat. Sich in Verantwortung nehmen zu lassen vom unschuldigen Leiden des anderen. Das Leiden des anderen ist das, was mich beunruhigt, was mir keine Ruhe lässt und was mich in dieser Bewegung, in dieser atemlosen Bewegung hält, die dann auch zum Dialog führt. Dazu noch eins, das Ärgerliche an Levinas ist für mich als Christen, er will Gott und Jesus nicht durch die Schrift kennenlernen, sondern durch mich. Das ist das Problem. Aber das ist noch nicht alles. Das Schlimme war, dass diese gefährlichen Dinge von Inquisition und Kreuzzügen mit dem Zeichen Christi, mit dem Kreuz verbunden waren. Das kann ich nicht verstehen. Das muss man mir erklären. Hinzu kommt noch, dass die Welt eigentlich nicht verändert wurde. Das ist die Hauptsache. Das christliche Europa hat es nicht vermocht. Vor allem das Christentum hat sie als Menschen nicht von dem zurückgehalten, was sie taten. Auch nicht vor dem Holocaust. Das ist das Erste, was ich sage. Und es ist sehr lebendig. Das Lesen des Evangeliums wurde für uns immer kompromittiert durch die Geschichte. Dann kam das, was Sie Holocaust nennen und was wir Shoah nennen. Da passierten zwei Dinge. Erstens, alle, die Auschwitz verübt haben, waren doch als Kinder getauft, protestantisch oder katholisch. Es war ihnen dennoch nicht verboten, das zu machen. Aber zweitens,
Und das ist sehr wichtig, sehr wichtig. In dieser Zeit erschien mir das, was Sie Caritas nennen, die Charité, die Misericordia. Jeder Ort, wo man die schwarze Soutane sah, war ein Zufluchtsort. Dort ist noch ein Gespräch möglich. Eine Welt, wo Sie keine Zuflucht haben, ist eine Verzweiflung. Ich denke auch, dieser Charité bin ich verpflichtet. Das Leben meiner kleinen Familie ist dank eines Klosters möglich, wo meine Frau mit meiner Tochter gerettet wurde. Ihre Mutter wurde deportiert, aber das Kind und sie selbst wurden im Kloster gerettet. Das geht über Dankbarkeit. Die Anerkennung geht viel weiter, nicht wahr? Ein Satz, der mich wie ein Komet getroffen hat, ist dieser Satz. Eine Welt, wo Sie keine Zuflucht haben, ist eine Verzweiflung. Eine Welt, wo Sie keine Zuflucht haben, ist eine Verzweiflung. Das hat viele Konnotationen, das wirft viele Assoziationen bei uns wach, wenn wir auf die Nachrichtenbilder schauen, auf die Migrationsströme, auf die Frage, was bei Mordecai Levy gestern sehr beeindruckend war. Was ist Heimat für Sie? Wir brauchen Heimat. Wir brauchen Verwurzelung. Und Levinas sagt, dass, was ich hier zu sagen habe, geht über Dankbarkeit hinaus. Es ist etwas Lebensrettendes gewesen, was ich den Christen verdanke, nämlich die Bereitstellung eines Zufluchtsortes, wo wir geschützt waren, wo wir überleben konnten. Und auch das Gespräch fand, wenn ich es richtig sehe, im Kloster Simpelfeld statt, in der Nähe der deutsch-niederländischen Grenze. Das war ein anderes Gespräch. Okay, aber es fand in einem Kloster statt, glaube ich. Und das finde ich bemerkenswert, weil das Kloster ein christlicher Zufluchtsort ist. Ein Ort, wo Christen das Beste ihrer Religion, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf, leben, nämlich Gastfreundschaft gewähren, dem anderen, dem Fremden, dem Flüchtling. Und in dieser Begegnung mit dem anderen, dem Fremden, selbst lernen, wer sie sind. Und ich glaube, das ist etwas, was mich über dieses Aufhorchen, über diesen Satz, eine Welt, wo sie keine Zuflucht finden, ist eine Verzweiflung, neu hat aufhorchen lassen und mich neu hat fragen lassen, was ist denn meine Berufung? Besteht meine Berufung vielleicht auch darin, und damit sind wir an einem Ort wie Ottmaring, diese Zufluchtsräume, diese dialogischen Räume, diese und allein aus der Begegnung mit dem anderen leben und ihre Identität beziehen und damit wieder zu zeugnishaften Orten werden, wie eine zukünftige, verheißungsvollere, gerechtere Gesellschaft aussehen kann. Das ist also der Impuls, als Christ mich neu mit den Worten von Levinas dazu zu verpflichten, Zufluchtsorte zu gestalten, an denen wir einander begegnen können. Also im Gespräch Juden und Christen habe ich vor allem erlebt, das Gespräch oder die Wortmeldung von Ernst Ludwig Ehrlich, der war lange unser Senior gewesen, bevor Rabbiner Brandt das wurde, der pflegte zu sagen, mehr als die Theologie trennt uns die Geschichte. Über Theologie können wir reden, ob Jesus der Sohn Gottes ist, Messias und so, das geht alles. Aber die Geschichte, was wir erlebt haben, das ist ein Riesenhindernis. Wie das bearbeitet werden soll, durch Umkehr, durch Taten, nicht durch Antwort. Ich bitte um Entschuldigung, was soll die schnorrige Rede? Das ist die Aufgabe. Und Levinas nennt hier stellvertretend drei Beispiele, sagt, das verstehe ich nicht. Jedes Mal geschieht das im Namen des Kreuzes oder es geschieht trotz Kreuz geschieht nichts. Das eine ist die Inquisition, wo erstmals Andersdenkende wegen ihres Glaubens hingerichtet wurden. Bis dahin galt immer das Wort Jesu, lasst Unkraut und Weiz miteinander wachsen. Das Gericht kommt, macht Gott selber. Erstmals wurden Menschen verurteilt und hingerichtet in der Inquisition. Das zweite sind die Kreuzzüge, die einen riesen Blutspur hinterlassen haben. Wir haben gestern von Schum gesprochen, Speyer, Mainz und Worms. Welche Blutspur da durchgegangen ist. Auch im Namen des Kreuzes, die Kreuzzüge, um das Kreuz zu ehren und ja, was ist da passiert? Und das dritte Ärgernis, was er nennt hier, ist Auschwitz. Was damit sagen, das wurde nicht verboten, das waren alles Getaufte, die beteiligt waren. Es hat ein Reichspogrom, als man noch reden konnte, kein einziger katholischer Bischof, auch kein evangelischer in Deutschland etwas dazu gesagt. Die haben geschwiegen. Und Pius XII blieb auch stumm, als sie hinter seinem Fenster vorbei. Dieses Nicht-Tun, obwohl das Kreuz doch der Aufschrei sein müsste,
das für ihn ein Ärgernis. Er sagt, das verstehe ich nicht. Kommt das auch wieder. Und stieß damit an das, was er zuvor in der ersten Einlassung als das Problem der Verschlossenheit bezeichnet hat. Wenn das Christentum bei sich bleibt in den kultischen Räumen, dann wird es anfällig für die Einflüsterungen der Macht. Dann wird es systemstabilisierend. Dann ist es nicht mehr im Widerstreit zu den Verhältnissen. Dann kann es nicht mehr Partei ergreifen für die anderen. Also ist dieses ethische Verhalten, dieses Heraustreten aus den geschützten Räumen der Beginn der weltverändernden Wirkung des Christentums. Schon vor dem Krieg habe ich Rosenzweig gelesen und die philosophische Möglichkeit, die Wahrheit in den beiden Formen, von Judentum und Christentum, zu sehen. Das ist außerordentlich. Zum ersten Mal wird so etwas gesagt. Das hat mir dieses Verhältnis als ein positives Verhältnis zu denken ermöglicht. Das gab mir in meinem konkreten Verhältnis zu Menschen Zuversicht, Vertrauen. Ich habe das Christentum als ein für alle Menschen Leben und Sterben verstanden. Das echt Menschliche ist das Judesein im Menschen. Die Christen legen großen Wert auf das, was sie Glauben nennen. Mysterium, Sakramentum. Hierzu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Hannah Arendt hat nicht lange vor ihrem Tod in einer Radiosendung in Paris berichtet, dass sie als junges Mädchen in Königsberg dem Rabbiner in der Religionsstunde gesagt habe: Wissen Sie, ich glaube nicht. Darauf habe der Rabbiner geantwortet: Aber wer fragt Sie danach? Die Antwort ist sehr interessant. Was bei uns wichtig ist, ist nicht das Glauben, sondern das Tun. Was heißt eigentlich Glauben? Womit wird geglaubt? Wird geglaubt mit Worten oder mit Ideen oder mit Überzeugungen? Womit wird geglaubt? Wie die Psalmen sagen, mit dem ganzen Leibe. Der Rabbiner wollte sagen, natürlich ist das Tun das Wichtigste. Das Tun ist ein Akt des Glaubens. Und doch hat er am Anfang den Schlüssel genommen, das Denken, die Philosophie. Also das Denken kann auch das Tun wieder aufschließen. Er sagt, wo ich Rosenzweig gelesen und verstanden habe, habe ich ein anderes Verhältnis bekommen zu den Menschen anderen Glaubens. Also das Denken kann auch der Schlüssel sein, besonders beim Philosophen. Okay, also Rosenzweig. Der Rosenzweig, dieser große jüdische Denker, also 20er Jahren, Anfang des vorigen Jahrhunderts, der hat gesagt, es gibt zwei Wege zu Gott und zwei Wege zur Wahrheit, den jüdischen und den christlichen. Beide führen zu Gott. Der christliche Weg ist nicht besser und der jüdische ist nicht besser. Beide sind unterschiedliche Wege, die beide zu Gott führen. Am Sinai hat Gott mit dem Bund bereits mit Israel geschlossen, das Ja-Wort gesagt. Und mehr als zu Gott kann man sowieso nicht kommen, auch nicht durch Christus. Beide führen zu Gott. Und das war für mich ein Licht, dass es zwei Wege gibt mit unterschiedlicher Sendung. Wir sollen das Feuer im Zentrum ernst halten. Die Christen sollen den Glauben die ganze Welt hinausbringen, das Arbeitsteilen. Okay, jedenfalls, es gibt zwei Wege. Und das hat mir den Weg geschlossen, zu einem anderen Verhältnis, die Menschen anders zu sehen. Ich glaube, dass hier zwei Punkte sind, die wirklich faszinierend sind. Das eine ist, dass die Wahrheit plural ist. Bei Rosenzweig, das christlich-jüdische. Aber das kommt sehr stark einer Sensibilität für die Wahrheitsfrage in unserer Gesellschaft entgegen, die sagt, es braucht verschiedene Blickrichtungen, damit die Wahrheit annäherungsweise, niemand spricht heute mehr vom Besitz der Wahrheit, annäherungsweise Gestalt annimmt. Also die Pluralität, die Vielfalt, die Vielstimmigkeit ist wichtig, um sich der einen einzigen Wahrheit in Wahrhaftigkeit, in Ehrlichkeit, in Bereitschaft Zeugnis zu geben vom eigenen Leben annähert. Und das andere ist diese Hinwendung zum Menschen, zur weltverändernden Spiritualität. Und da weitet sich das Bündnis vom christlich-jüdischen aus auf das Muslimische. Im Hinblick auf das, was Levinas die Ethik nennt, also das Handeln, das verändernde Handeln. Ich erinnere an einen großen und wichtigen Vortrag. Ich würde sagen, ein Turning Point auch in der geistesgeschichtlichen Debatte unseres Landes von Jürgen Habermas 2001, neu scharf zu stellen und damit das Projekt der Moderne, der Aufklärung, des Fortschritts zu retten. Habermas sagt,
Wir haben viele Begriffe, die uns schützenswert sind und von denen wir zugleich feststellen, dass sie immer stumpfer werden. Zum Beispiel der Begriff der Menschenrechte, der Menschenwürde. Und er sagt, wir brauchen die Resonanz, die von der Sprache, von der Erfahrung der Religionen herkommt, namentlich der drei abrahamitischen, also der monotheistischen Religionen, die er ausdrücklich bevorzugt vor den anderen. Und er sagt, wir können Begriffe wie Menschenrechte und Menschenwürde nur dann wirklich verteidigen und stark machen, wenn wir uns erinnern, dass es um eine Übersetzung aus dem antiken Terminus der Gottebenbildlichkeit geht. Also hier ist das Zeugnis, wenn wir jetzt diese Passage von Levinas weiter in unsere Zeit hineindenken, wo die ethische Erfahrung, der Kern der monotheistischen Religionen unverzichtbar ist für den Fortbestand, für die Dynamiken in unserer Gesellschaft. Vielleicht ein Wort zur Ethik. Was Levinas hier vertritt, also Ethik heißt ja gelebter Glaube, wie ich mich verhalte, ist etwas anderes als die Ethik im 19. Jahrhundert oder sonst wo, die einfach ein ethisches Konzept ist, der Kant, der kategorische Imperativ und sowas, verhalte ich so, wie jeder sich verhalte. Das sind Grundsätze. Levinas geht es nicht um Grundsätze, sondern geht es um den konkreten Menschen. Ethik heißt, dein Gesicht provoziert mich. Es sagt, achte mich, ehre mich, bring mich nicht um, töte mich nicht. Die Begegnung mit dem Einzelnen, die ist der Appell, nicht ein ethisches Konzept. Eben, wir denken bei Ethik normalerweise an Kant. Und Kant ist der, der für alles Kategorien erfindet, also der das Individuelle, jetzt sehr vereinfacht gesagt, und die Kantianer unter uns mögen es mir nachsehen, unter Kategorien des Allgemeinen verrechnet. Es muss ins System passen. Und Rosenzweig und Levinas sind insofern Exponenten des jüdischen Denkens, weil sie jedem Gedanken von Systematik, Totalisierung sehr kritisch gegenüberstehen, weil sie sagen, der einzelne Mensch, der mir begegnet und der mich verpflichtet, herausfordert, ist immer ein gebrochener, von der Geschichte gezeichneter Mensch und der geht in keiner Kategorie auf. Es ist schwer, auf ein Zeugnis, das in einer solchen Tiefe einen anrührt, etwas zu erwidern. Und ich habe den Eindruck, mit bloßen Argumenten etwas zu sagen, wäre ganz verfehlt. Als Sie sprachen, konnte ich nur zutiefst erschrecken. Auch ich bin betroffen angesichts dessen, was im Namen und im Zeichen Jesu geschehen konnte, von dem ich in allem Freimut zu sagen wage, dass ich glaube, ihn so zu kennen, dass ich gar nicht anders kann, als an ihn zu glauben. Und zwar an ihn zu glauben als Christ. Anders wäre ich untreu, weil ich ihm begegnet bin. So untreu, wie Sie untreu wären, wenn Sie Ihren Glauben verließen. Da ist das Gespräch zur Vergegnung geworden. Hier ist es gescheitert. Denn der letzte Satz von Levinas war bei uns nicht das Entscheidende, der Glaube, sondern das Tun. Und Hermann steigt am Glauben ein. Nicht Levinas präsentiert das Tun, das Leiden oder das Leiden aus der Geschichte und als seine Erfahrung, die ihn persönlich auch angeht, dort das mit der Geschichte geschehen ist. Und Hermann spricht auch von einer anderen Erfahrung, nämlich die Erfahrung, die er mit Jesus gemacht hat. Aber da kommt plötzlich Glaube gegen Tun. Und das bricht die Kommunikation in diesem Augenblick ab. Jetzt rudern sie ab dann natürlich weiter. Sie gehen nicht auseinander, sagen, das war's dann. Aber wie kommt man jetzt trotzdem noch wieder ins Gespräch? Ist das spannend, wie es denn weitergehen könnte? Ich glaube auch, dass es der Moment der Vergegnung ist, wie du sagst. Und gleichzeitig werden wir sehen, dass das eine neue, ich bei dem Lesen dieses Gesprächs habe lernen können, dass auch Momente des Abbruchs, des Scheiterns, des einander Verfehlens sehr fruchtbare, katalysatorische Momente sein können, um in eine andere Tiefe zu führen, die mehr ist als das Zueinander von zwei unterschiedlichen Positionen, die vielleicht nochmal einen dritten Raum öffnet. Das werden wir sehen, wir werden es noch hören. Was ich zu bedenken gebe, Hans-Peter, wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbstgerecht als Nachgeborene über dieses Gespräch urteilen. Stellen Sie sich vor, das ist bei Professoren üblich. Stellen Sie sich vor, Hans-Peter, bitte keine Konfessionen jetzt. Nein, aber stellen Sie sich das Gespräch vor. Stellen Sie sich auch vor, wie wir hier miteinander reden.
es ist immer das gesprochene Wort. Wir haben es in der schriftlichen Fixierung und wir sind geneigt, weil es ziemlich brillant formuliert ist, es als schriftlichen Text zu lesen. Es ist aber kein schriftlicher Text. Es ist ein mündlicher Text, ein gesprochener Text. Das heißt, in diesem Moment zeigt sich für mich auch die Geistesgegenwart oder der Mangel an Geistesgegenwart einer bestimmten Reaktion. Was man heraushört, ist die Betroffenheit. Die, wer Hämmerle näher kannte, weiß, wie sehr er sich hat betreffen lassen von den absurdesten Dingen. Ein empathischer Mensch, das ging an die Grenze des Vorstellbaren. Und man hört das auch raus, finde ich. Der tschechische Philosoph Jan Patočka spricht, Identität, Gemeinschaft wächst nur, ein starker Ausdruck, aus der Solidarität der Erschütterten. Die Erschütterung verbindet uns. Die Erschütterung öffnet uns, verletzt uns in einem kreativen Sinn, weil wir merken, das, wofür wir stehen, ist bruchstückhaft. Und das wird in der Erfahrung des anderen uns gespiegelt. Und das müssen wir zulassen. Es ist ein Augenblick, der uns Unbehagen einflößt, aber der ein fruchtbarer Augenblick ist. Und ich denke, darüber haben wir gesprochen, auch einigermaßen leidenschaftlich. Vielleicht hätte es hier des Schweigens bedurft. Weil in der Tat, die Ebene, auf der Hämmerle antwortet, ist ein gewisses Wissen von Gott. Und das kontrastiert einfach mit der Ebene, die Levinas intoniert. Er sagt, ich weiß nichts, ich kann nur Zeugnis geben von meinem Leben und der Reihe von Begegnungen mit Menschen, die ich hatte. Das ist, glaube ich, so der Turning Point, in dem wir aber, wenn wir das Gespräch aufmerksam führen mit anderen, ganz leicht selber auch geraten können. Insofern Barmherzigkeit. Die Antwort war ja nicht falsch von Hämmerle. Sie kam nur viel zu schnell. Ist es nicht im Grunde ein Zeichen der Wehrlosigkeit Gottes, der Wehrlosigkeit Jesu, die er auch angenommen hat, dass er im Innersten seiner Botschaft mir wehrlos begegnet? Was mich eigentlich an ihm bezwingt, ist gerade die Wehrlosigkeit der Kenose, in die er gegangen ist. Für mich ist das Äußerste der Kenose, dass er, in dem die Agape, die Liebe Gottes, die Caritas, die Gnade Gottes sich für mich inkorporiert hat, leibhaftig geworden ist, bis zu dem Punkt ging, an dem er mich nur um meine Liebe bitten kann. An dem er mich nur um seine Nachfolge bitten kann. Für mich ist das die äußerste Kenose Gottes, dass so etwas geschehen kann. Die Wehrlosigkeit der Kenose, von der Sie sprachen, kostet hier sehr viele leidende Menschen. Darf man das so sagen? Wir sind hier nicht in einer Disputatio über das Mitleiden Gottes. Wissen Sie, ich verstehe diese Wehrlosigkeit nicht, heute nach Auschwitz. Manchmal erscheint mir das, was in Auschwitz dort passiert ist, einen Sinn zu haben, als ob der liebe Gott eine Liebe verlangt, die ganz ohne Versprechen ist. Das denke ich mir so. Der Sinn von Auschwitz ist ein Leiden. Ein Glaube ganz ohne Versprechen. Das heißt, tut dafür gratis. Und dann sage ich mir, aber das kostet doch zu viel. Nicht den lieben Gott, sondern die Menschheit. Das ist meine Kritik, mein Unverständnis gegenüber der Wehrlosigkeit. Diese ohnmächtige Kenose kostet den Menschen allzu viel. Der wehrlose Christus am Kreuz wurde den Heeren der Kreuzfahrer vorangetragen. Und er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen, um dem Morden Einhalt zu gebieten. Das war seine Wehrlosigkeit. Wehrlosigkeit, die aber nicht alleine die des Leidens eines Gottes war, sondern die der Opfer. Ich möchte Wehrlosigkeit nicht als Entschuldigung verstanden wissen, sondern als jene lebendige, alles kostende Forderung, die eine Umkehr ins Tun verlangt. Das scheint mir doch theologisch. Solange ich es nur sage, ist es nur theologisch. Ich glaube, dass einfach eine konkrete Umkehr auf jenes Handeln dahinter stecken muss, die freilich, wenn ich sie nur sage, eine bloß gesagte Umkehr bleibt. Ich kann in dem Zusammenhang nur bezeugen, was mir als Christ nun gerade auch Franz Rosenzweig in diesem Kontext bedeutet. Ich kann nur mit dem Blut erkennen, wo es um das Letzte geht. Ich vermag nur mit den Gebeinen zu glauben, wo es um das Letzte geht.
Das Problem der Wehrlosigkeit. Einerseits ergreifend, wie wehrlos Gott ist, dass er sagt, ich brauche dich, dass er bittet, okay. Dass Gott, wie Levinas dann sagt, so herausfordert ist, dass er verlangt von uns einen Glauben, so total krass, wir kriegen nichts dafür. Gar nichts. Diesen Glauben wieder. Dieser Voraussetzung. Aber das geht doch nicht. Und Levinas protestiert dagegen. Das kann doch nicht wahr sein. Guckt der Auschwitz an. Das kann doch nicht wahr sein. Er kommt in die Melodie der Klagelieder des Alten Testaments, beklagt bei Gott. Gott, du bist für mich ein Problem, so geht das doch nicht. Jesus, du bist für mich ein Problem. Warum sind die Kreuzfahrer so munter beim Geschäft und niemand wehrt sich? Das Kreuz wird vorangetragen und wehrt sich nicht. Was ist denn da los? Warum ist da kein Einspruch da? Und dieses Ärgernis, das packt mich ein, das verstehe ich nicht. Ich glaube, es gibt bei der Reaktion von Levinas, aber ganz sicher bin ich mir da nicht, das ist nur eine Vermutung, mein Versuch zu verstehen, eine Art zionistischer Reflex auch. Die Staatsraison des Staates Israel besteht nicht im Frieden, sondern in der Sicherheit. Und in dem Credo, für das es gute zeitgeschichtliche Gründe gibt, wir sind nie wieder Opfer. Und ich glaube, das muss man mithören in dieser Aversion, die da aus den Worten von Levinas auch spricht. Nie wieder Opfer sein. Und einer Haltung der Wehrlosigkeit Gottes ausgesetzt sein, die uns als Juden in besonderer Weise getroffen hat. Es gehört vielleicht auch zu den verhalteneren Zwischentönen dieses Gespräches, aber ich bin mir da auch nicht sicher, dass Klaus ein persönliches Zeugnis formuliert und Levinas höflich, aber auch unmissverständlich sagt, ich weiß nicht, ob von diesem einzelnen Zeugnis etwas Gutes für uns Juden zu erwarten ist. Ob es hinreicht, dass es diese verändernde Kraft aufbringt, die ich mir vom Christentum, die wir uns vom Christentum eigentlich erwarten. Das ist ein Punkt, glaube ich, wo eine tragische Note auch in das Gespräch kommt. Es ist ja so, in den Reflexionen nach der Schwa, das kam raus, woran lag das denn eigentlich, dass das Christentum diese Judenfeindschaft so lange betrieben hat über Jahrhunderte? Im Gegensatz zum Hauptgebot des Alten und Neuen Testaments, der Gottes und Nächstenliebe, bringt man unschuldige Menschen um. Das ist doch nicht irgendwo eine Kleinigkeit, die mal passieren kann. Was ist da eigentlich los? Und dass sich die Kirche nicht gemeldet haben, als es den Juden an den Hals ging, das ging ja nicht erst in Auschwitz los, schon die Jahre davor. Warum haben die alle geschwiegen? Was war denn da los? Und die Antwort, die am häufigsten herausgekommen war, sich herausgeschält hat, war, die lange Judenfeindschaft, die theologisch begründet ist, die Juden haben uns ja nie angegriffen, im Unterschied zu Muslims, die theologische Feindschaft, die haben unseren Glauben nicht angenommen, den wahren Glauben an Jesus haben sie nicht angenommen. Diese theologische Einstellung hat das Immunsystem der Christen, der Christenheit geschädigt. Wir hatten keine Abwehrkräfte gegen Judenverfolgung. Wir haben darum einfach geschwiegen. Das Immunsystem ist geschädigt. Da haben wir uns nicht berührt. Wie das aber aufgebaut wird, geschieht nicht allein durch ein Bekenntnis der Betroffenheit. Das erfordert Taten. Und es hat Jahrzehnte gedauert bis 1995, bis jede Bischofskonferenz katholischerseits in aller Welt erklärt hat, auf welche Weise sie sich denn schuldig gemacht hat. Die Schweiz haben anders gesündigt als die Deutschen, anders als die Amerikaner, anders als die Engländer, anders als die Polen, bis jede mal für sich formuliert hat und deutlich erklärt hat, da liegt unsere Schuld, daran gearbeitet hat. Das Immunsystem muss gestärkt werden. Mir scheint doch, dass speziell der Gedanke der Verantwortung des Menschen wesentlich ist für alle anderen. Ich meine, die Erlösung der Menschheit betrifft jeden Menschen und ist für jeden Menschen. Jesus allein als Erlöser, sein Vollbringen kann unser Handeln nicht substituieren. Wenn ich glaube, dass er als einer von uns und mit uns Lamm Gottes ist und Knecht Gottes, so verstehe ich, dass wir darin gerade mit gemeint und mitgerufen sind,
nun mit ihm, und das heißt, jeder an seiner Stelle, in seiner Einmaligkeit, das Ganze zu tragen. Gott bittet um die Barmherzigkeit des Menschen. Gott braucht gleichsam, nicht aufgrund einer ontologischen Bedürftigkeit, sondern in seinem Bund den Menschen als einen, der mitträgt. Ich meine, hier bleibt zwischen uns der Unterschied stehen. Das stellvertretende Handeln eines jeden in unvertretbarer Einmaligkeit fürs Ganze ist aber zugleich der Ansatzpunkt, miteinander zu handeln. Gerade die unvertretbare Einmaligkeit dieses Handeln Müssens ist etwas, was uns nicht voneinander wegführt, sondern aneinander bindet. Und gerade in dieser Weltstunde hier in entsprechendes Handeln hineinführt. Ich meine, all das, was Sie, Herr Bischof, gesagt haben, kommt dem Juden ohne Christus zu. Aber es gibt ja einen Moment, in dem das Gemeinsame doch sehr verschieden ist. Ich meine, Sie beginnen damit, dass Gott Liebe ist. Der Jude beginnt mit der Pflicht. Und das Happy End ist unsicher. Dieser Satz steckt in einem drin. Der letzte Satz von Levinas. Und der weist über dieses Gespräch hinaus auch auf eine Befindlichkeit unserer Gesellschaft, die jedem Happy End letztlich auch misstraut. Weil im Happy End, das mag dem einen oder anderen jetzt etwas übertrieben vorkommen, aber ich glaube, es gibt diese Resonanz, diesen Klang, erinnert gerade aus der jüdischen Perspektive unserer jüngsten Geschichte auch an das fatale Wort der Bürokraten und Mörder von der Endlösung. Ein Ende zu setzen heißt, mit der Andersartigkeit des anderen kurzen Prozess zu machen. Entweder den anderen zu assimilieren, mir ähnlich zu machen, oder den anderen zu vernichten. Das schwingt in dieser Aversion gegen das Ende mit. Und ich finde, es ist eine befreiende Perspektive zu sagen, jedes Gespräch, das wir führen, gelingt als Begegnung in dem Maße, wie es Vergegnung ist, weil es einen Stachel ins Fleisch setzt, weil es sagt, da sind wir noch nicht beieinander. Da merken wir, Nähe ereignet sich, und da finde ich, macht Hämmerle einen entscheidenden, vielleicht den entscheidenden Punkt des Gesprächs, als er sagt, unsere Nähe, unsere Gemeinschaft wächst aus der Bereitschaft, die Unterschiede anzuerkennen. Jeder muss da handeln, wo er von seiner Religion, seinem Glauben hingestellt wird. Entscheidend ist das Handeln, aber jeder in dem Kontext, in dem er steht. Die jüdische Philosophin, ungläubige Jüdin, Zeit ihres Lebens vom Christentum fasziniert, Simone Weil sagte, Dialog, sie sprach von Liebe, beginnt damit, dass ich in die Distanz zum anderen einwillige. Nähe, Liebe, Dialog, Freundschaft beginnt mit diesem Akt der Einwilligung in die Distanz zum anderen. Ich glaube, das ist das gute Wort, das kein Happy End ist, aber das ungleich faszinierender ist, weil es ein Open End ist, weil es uns eine Wunde, dieser Dialog ist eine Wunde, der öffnet aber gerade deshalb weiter und stimuliert uns für kommende Begegnungen. Man könnte sagen, das wäre jetzt eher eine nachösterliche Redeweise, ein Dialog, der gelingt, lässt etwas erahnen von dem, was wir Wunder der Wunde nennen. Also den Wunsch, nachdem wir uns begegnet sind, nachdem wir die Fremdheit erfahren haben, weiterzugehen, einander kennenzulernen. Und ich komme auf das zurück, was wir ganz zu Anfang gesagt hatten, dem anderen in dem Maße nahe zu kommen, als wir sein Geheimnis ahnen, als wir uns nie an den anderen gewöhnen, in jeder Partnerschaft. Eben auch im Verhältnis von Christen und die Juden beginnen die wirklich schwierigen Krisen, wenn man meint, einander zu kennen, wenn es eine Routine gibt. Und ich glaube, in dieser Kritik an einem Happy End behält der Dialog seine Frische, seine Neuigkeit, und die wiederum wächst aus der Bereitschaft, immer neu das Risiko einzugehen und mit dem anderen, im Gespräch mit dem anderen,
kreativ zu werden, die Wurzeln, die Grundlagen der eigenen Identität neu zu entdecken. Dem möchte ich nichts hinzufügen. Amen. Danke erstmal euch Vieren, dass Gespräch, das ein Jahr vor meiner Geburt stattgefunden hat oder im Jahr vor meiner Geburt, hat mich trotzdem persönlich tief bewegt und ich kam gar nicht dazu, alles mitzuschreiben, was an Gedanken, an Ausdrücken drin war, wo ich denke, das hat heute noch unfassbare Relevanz. Wir sind gut in der Zeit, deshalb würde ich vielleicht dann diese 10 Minuten uns noch an den Tischen wieder lassen, so wie das gestern auch mit der Herr Bruter gut funktioniert hat. Ja, vielleicht nochmal eben gemeinsam drüber reden, die Fragen, die Eindrücke zu sammeln und dann euch beide, vor allen Dingen Herbert, Hans-Peter, nochmal auf die Bühne bitten. Wir werden wieder mit dem Mikrofon umgehen. Christoph, Herr Schröder, auch gerne, dass wir ja noch über das uns auch austauschen können, ne, was es mit uns gemacht hat. Also, ich nehme einfach mal die Freiheit, habe gestern in verschiedenen Gesprächen beim Essen und so gehört von Leuten, die sagten, ja, könntest du die Frage stellen oder ich habe mich gefragt, aber nicht getraut, ich bin nicht so bewandert und so weiter. Ich möchte wirklich von Herzen Mut machen. Wir sind hier in Gefilden, wo einfach der wissenschaftliche Hintergrund eines jeden Einzelnen von uns sehr unterschiedlich ist, wo die persönlichen Erfahrungen sehr unterschiedlich sind und wo wir uns eben auch in heikle Gefilde bewegen. Ich glaube, wir haben vielleicht gerade mutmachend auch erlebt, wie Hämmerle und Levinas auch über wirklich sehr heikle, schambehaftete Themen gesprochen haben und es ihnen auch nicht unbedingt geglückt ist, die nötige Feinfühligkeit vielleicht aufzubringen, obwohl, glaube ich, von innen der Wunsch da war. Und vielleicht reicht das auch, dieser ehrliche Wunsch. Und deshalb möchte ich wirklich ermutigen, alle, die spüren, etwas sagen oder fragen zu wollen, das auch zu tun. Vorauszusetzen, was die Silvina gestern sagte, in diesem Vertrauen, ein jeder meint es erstmal gut, auf dieser Basis auch zuzuhören und dann wirklich keine Zurückhaltung zu haben. Ich glaube, da kann jede Frage oder auch jede Erfahrung für uns alle eine Bereicherung sein. Also genau. Ja. Mir fiel noch ein, dass für das, was jetzt folgt, vielleicht hilfreich ist, dass was wir gestern auch gehört haben, dass die Fragen das Entscheidende sind. Also nicht unbedingt die Antworten und auch nicht die Frage zu stellen, ich möchte jetzt eine Antwort, die mich befriedigt, sondern einfach mit uns die Fragen zu teilen, das, glaube ich, entspannt die Situation ungeheuer. Und um aber eben auch ein Gegenüber zu haben, nicht mit dem Anspruch, die perfekten Antworten zu wissen, aber doch eine Resonanz vielleicht geben zu können, würde ich Hans-Peter Heinz und Herbert Launroth doch hier nach vorne auch bitten, Herrn Schröder und Herrn Bär. Genau, euch hier an die Ulrike geht wieder mit dem Mikrofon rum und dann einfach per Handzeichen. Hans-Peter, als Burgenländer habe ich den Martin von Tours als Bistums- und Landespatron, eine Horizonterweiterung puncto Inquisition und erste Institution, die heterodoxe ums Leben gebracht hätte, eine Ergänzung aus der Lebensgeschichte Martins von Tours, überliefert von seinem Schüler Sulpicius Severus. Es gab zu seiner Lebenszeit einen Spanier, der vom damaligen römischen Kaiser, der Christ war, als heterodox, also sprich als Heretiker, identifiziert, zum Tod verurteilt und hingerichtet wurde. Martin von Tours hat massivst protestiert dagegen beim Kaiser, war aber erfolglos, weil sich die Linie von Augustinus durchsetzte.
zwing sie einzutreten. Nicht? Diese aus dem Gleichnis des Evangeliums von der Hochzeit des Königssohns, die Geladenen kommen nicht. Und dann heißt es, zwing sie zur Hochzeit. Das wurde dann als Rechtfertigung empfunden. Also es war nicht die Inquisition, die erste Institution, die nicht rechtgläubige Christen ums Leben brachte, sondern der christliche Kaiser des Imperiums. Das ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite des historischen Bogens. Es gibt mittlerweile dank der Öffnung des Archivs, des Vatikanischen Geheimarchivs aus der Zeit Pius des XII. Dokumente, die belegen, dass er nicht ganz so geschwiegen hat, der Pius der XII., wie das Hochhut gern gehabt hätte, sondern dass es mehrere Ansätze zumindest gab, dass damit nicht genügend getan wurde, auch mit diesen Ansätzen nicht, ist auch klar. Das ist klar. Nur die beiden Sachen wollte ich noch. Pius XII. Hat sehr viel im Bereich der Caritas getan, also Leute zu retten, Klöster zu öffnen, dergleichen mehr. Aber politisch nicht. Nicht, was Juden auch aus unserem Kreis immer übel genommen haben, ist, dass als die Juden deportiert wurden aus Rom, er genau wusste, wohin, und ist nicht beim Fenster erschienen, um sich irgendwie zu zeigen. Das geht nicht. Also ich möchte zunächst ganz, ganz herzlich danken euch vieren für diesen ja, anregenden, aufregenden Vortrag und für das Gespräch, die Diskussion. Ich möchte zunächst den beiden die Texte von Klaus Hämmerle und Emanuel Levinas vorgetragen haben, einfach fragen, was war das für Sie, diese Texte zu lesen und sich mit denen auseinanderzusetzen? Denn die Texte, die Sie gesprochen haben, kamen mir in einer Lebendigkeit entgegen, die wirklich auch erschütternd war. Also eine Dramatik, die auch in der Art und Weise des Zusammenspiels sichtbar war. Ganz unterschiedlich, aber in einer Lebendigkeit. Was hat es in euch, in Ihnen bewegt, diese Texte zu lesen, zu konfrontieren und sie weiterzugeben? Das würde mich jetzt einfach sehr interessieren. Wir haben beide eben festgestellt, dass wir auch während der Lesung selber, während des Gesprächs, was dazu kam, vieles noch dazu verstanden haben, auf wie vielen Ebenen sich das abspielt und was da alles noch hintersteckt, was man vielleicht, wenn man es so liest, in den Zeilen erstmal gar nicht mitbekommt. Also für mich war das auf jeden Fall so, dass ich natürlich versucht habe, möglichst viel durch das Lesen einzudringen in die Worte und versucht habe, mich hineinzuversetzen in die Position von Hämmerle. Aber vieles ist auch heute erst richtig angekommen bei mir, habe ich den Eindruck. Ich habe eben schon zu Hans-Peter Heinz gesagt, mir ist der Text von Levinas nicht ganz leicht gefallen, weil er ja nicht ein zum Drucken geschriebener Text ist, sondern die Mitschrift eines Gesprächs. Und von daher gehen die Gedanken manchmal so ein bisschen kreuz und quer durcheinander. Also ich musste diesen Text wirklich unzählige Male lesen, um seinen Geist zu erfassen und zu glauben, dass ich ihn dann auch interpretieren könnte. Mir geht es genau wie meinem Vorredner, durch mein vielfältiges Lesen, aber vor allem durch die Kommentierung habe ich vieles wesentlich besser verstanden. Wenn insgesamt der Text so rübergekommen ist, wie Sie es sagen, dann freue ich mich darüber. Es war für mich eine große Ehre, das tun zu können. Und ich gehe sehr bereichert aus diesem Saal. Das muss ich wirklich sagen. Danke an euch beide. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schockiert. Weil, und es hat mir vor Augen, also es ist jetzt keine Frage, ich sage nur, ich weiß, dass Klaus Hämmerle wirklich
gelebt hat. Ja? Auch wenn das jetzt sehr theologisch war. Und trotzdem hat mich das jetzt dieses seine Antworten schockiert. Und es ist so ein Zeichen, genau wie ich jetzt als Laie empfinde, wie die katholische Kirche immer wieder antwortet. Also für uns ist der Schmerz wirklich eine Begegnung mit Jesus. Aber die Gefahr, aber wir dürfen es nicht sagen den anderen, sondern und da habe ich jetzt so war ich schockiert, weil er sozusagen diese Last, also ich mein Empfinden, die Last des Schmerzes wird von der Kirche, also weil es ist dieser Riesenschmerz des Judentums, der Juden, und ich kann Ihnen es nicht erklären, indem ich sage, das ist Gott. Ich hoffe, ich konnte mich richtig ausdrücken. Vielleicht hat jemand auch eine Antwort, aber ich habe jetzt wirklich, ich frage mich, wieso hat er so geantwortet? Wieso antwortet oft die Kirche auf Schmerz von anderen? Ja, weil, so. Der Karfreitag war für Juden ein sehr schwieriger Tag. Ja. Denn da ging die Aggression gegen die Juden los. Und großenteils hieß es auch von jüdischer Seite Ausgehverbot. Es ist gefährlich, auf die Straße zu gehen. Denn die Christen haben sich so sehr in das Leiden Jesu reingesteigert, dass ihr ganzes Herz zu platzen drohte. Und die Platzwunden sind dann draußen nicht schon auf dem Platz. Das heißt, die Konzentration auf das Leid Jesu hat zugedeckt das Leid, das den anderen geschieht. Und diese einseitige Frömmigkeit, das Leid mit Jesus, anstatt die Leidempfindlichkeit für die anderen, hat natürlich die kirchliche Mentalität sehr verändert und dazu geführt, dass die Frömmigkeit auf Kosten der anderen geht. Und dieser Dreh, der ist bei uns zum Teil drin. Was drin gewesen wäre, was Hermann bei anderen Gelegenheiten getan hat, aber in diesem Augenblick hat er nicht geschaltet, mal eine Pause machen, jetzt mal darüber, über das Leiden der anderen zu reden, das Leiden der Opfer und nicht über die Täter Entschuldigung erklären kann. Und diesen Dreh hat in dem Augenblick nicht gefunden. Bei anderen Gelegenheiten schon. Ich habe ja auch miterlebt. Ich würde gerne den Herbert Launroth und Hans-Peter Heinz fragen, ob sie ähnlich gelagerte Gespräche schon mal geführt haben, wie die beiden. Weil gestern wurde gesagt, dass Hans-Peter Heinz an einer Stelle, die als bemerkenswert gekennzeichnet wurde, einem Juden erklärt hat, also einem werdenden Juden, in Anführungsstrichen, erklärt hat, was jüdische Traditionen bedeuten oder einzelne Ereignisse. Also gab es schon mal ein Gespräch von euch beiden mit anderen zu diesem Thema? Jein. Wir hatten vor einigen Jahren hier in Ottmaring, 200 Meter von hier, im Rahmen eines großen Festivals, das hier war, eine Veranstaltung, mal näher, zum interreligiösen Dialog. Ne? Da waren wir beide, das war das erste Mal, dass wir so dialogisch miteinander unterwegs waren, zum Thema Zeig mir deinen Gott. Dazu hatten wir einen Vertreter des Islam eingeladen und ein jüdisches Ehepaar hier aus Oettingen, also hier aus der Nähe. Also es war eine sehr interessante Erfahrung, die ein bisschen in die Atmosphäre reinführt, die wir von dem Gespräch zwischen Levinas und Hämmerle noch in Erinnerung haben. Also das Thema war, zeig mir deinen Gott, und die kamen beide an. Und ich fühlte mich gut versorgt mit Hans-Peter als kompetenten Fachmann an meiner Seite für Dialog. Wir sagten also, wir möchten gerne über die verschiedenen Gotteserfahrungen sprechen. Und da haben die uns erstmal erklärt, was es für sie bedeutet, Jude zu sein, Juden zu sein. Sie kamen, ich mache das ganz kurz, von der Friedensbewegung, die also eher am linksliberalen Spektrum, säkularisierte Juden für den Dialog mit den Palästinensern und so weiter, und sagten, sie hätten eine Erfahrung gemacht, zwar kurz nach dem Libanonkrieg, dass der Staat Israel nur eine Identität hat, die ihn überleben lässt, wenn sie
gläubige, fromme Juden sind. Und sie haben sich also von der Friedensbewegung zum orthodoxen Judentum hin bewegt. Und als solche standen sie vor uns und haben uns dann, das wurde dann im Laufe des Abends wirklich ein kleines Moderationsproblem, wir waren zur Moderation ausgesondert worden, gesagt, naja, eigentlich, das wurde gestern auch angedeutet, führen wir mit euch keinen Dialog, weil ihr seid keine monotheistische Religion, ihr hängt der Dreigötterlehre des Paulus von Tarsus an. Das sagten sie sehr freundlich und uns, also ich habe Hans-Peter selten sprachlos erlebt, in dem Augenblick war er wirklich auch ein bisschen sprachlos und ich sowieso. Und dieser ganze Abend lief dann aus dem Ruder, ja, weil wir, jeder versucht, das irgendwie zu moderieren. Also Vertreter von verschiedenen Religionsgemeinschaften, die jetzt hier gemeinsam Eintracht, Geschwisterlichkeit, wurde immer durchkreuzt mit einem auch zunehmend sarkastischen Seitenkommentar von diesem Ehepaar, die sagten, wir können mit euch keinen Dialog führen, wir können gerne bezeugen, was wir erleben. Aber wir führen keinen Dialog mit euch. Und da gab es auch einen der seltenen Momente der inneren Übereinkunft zwischen Hans-Peter und mir, wo wir sagten, also unsere Identität als Christen leben wir jetzt in dieser ominösen, seltsamen Kenose. Wir geben einfach den Raum jetzt frei. Wir behaupten uns jetzt nicht. Wir treten jetzt nicht ein in einen Kampf um Deutungshoheit, um Moderation. Und vor allem, es war nicht ganz ohne, weil in dem Saal, das Publikum auch älter wie hier. Noch älter. Jetzt keinen Gag machen, sonst komme ich aus der Spur. Wo sich so langsam ein Widerwille unter den Leuten aufbaute nach dem Motto, das ist in Deutschland immer ein bisschen psychologisch prekär, in Österreich auch, denke ich, da sind wir jetzt bereit, den Juden die Hand auszustrecken und die haben die Stirn zu sagen, ihr seid im Grunde genommen gar nicht religiös. So, ja, also wir reden mit euch gar nicht. Und das hatte schon, also ich würde jetzt nicht sagen, aber es lag sowas Unbehagliches. Ich würde nicht sagen Antisemitisches, aber es ist immer tingiert in unseren Breitengraden, hat das immer eine unangenehme andere Bedeutung. Aber durch diese Moderation, durch dieses Raumlassen, durch das auch Schützen, also wir haben uns dann auch schützend gesagt, hören wir Ihnen jetzt zu und haben auch offen gesagt, das läuft jetzt ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber da ist ein Zuwachs an Erkenntnis, da ist ein Zuwachs an Möglichkeiten für diesen Abend, dass der Abend sich nicht von so auf so, aber langsam völlig in eine völlig andere Anmutung bekommen hat, die so weit ging, dass aus diesem eher sarkastischen und auch apodiktischen, also sehr selbstbestimmten Auftreten eine Freundlichkeit wurde. Und die junge Frau, er war Fotograf, sie war klassisch ausgebildete Sängerin, die dann irgendwann aufstand und sagte, ich muss jetzt unbedingt ein spanisches Lied, das ist aus dem spanischen Judentum, das möchte ich euch jetzt schenken. Und die hat das Lied gesungen und wir waren alle zutiefst bewegt. Nachher sind wir noch auf einen Absacker, Koscher oder wie auch immer, gegangen. Und da sagten die Leute etwas, was ganz stark anklingt an das, was wir gestern gehört haben. Wir wissen nicht, was heute Abend unter uns passiert ist, aber es ist einer der ganz wenigen Male, dass wir in Deutschland, ein Land, in dem wir zutiefst überzeugt sind, dass es gute Menschen sind, wie in Litauen, aber in dem wir nicht leben können als Juden, die Perspektive war, wir gehen zurück nach Israel, dass wir an diesem Abend, in dieser Scheune hier, 200 Meter von hier, Heimat gefunden haben. Wir haben uns wohlgefühlt, wir haben uns unter Freunden gefühlt und wir können es theologisch nicht erklären. Es geht eigentlich gar nicht. Es ist gar nicht vorgesehen. Und daraus ist so eine episodische Erfahrung der Freundschaft entstanden. Wir haben uns eine Zeit lang geschrieben, wir sind dann auch zurück nach Israel und irgendwann hat sich die Spur wieder verloren. Es ist also etwas, was für mich sehr eindrücklich war. Wichtig ist jetzt nicht, was das Resultat dieses Dialogs war, sondern wichtig war, diese Reaktion Raum zu geben. Raum zu geben den anderen und zu merken, woran unser Dialog oft krankt, ist, wir machen keine Erfahrungen mehr. Es eröffnet sich nichts Neues. Wir tauschen Positionen aus, wenn wir Glück haben, verstehen wir die und wir haben ein Konsenspapier. Und das ist der Tod des Dialogs. Hingegen war da etwas, was wir bis heute nicht erklären können und was uns doch, so glaube ich, jetzt ohne mystisch werden zu wollen, doch irgendwie weiterhin verbindet. Es ist etwas, wo wir merken,
Es ist etwas Unfertiges, was durch Verletzungen hindurchgegangen ist, durch Überraschungsmomente, aber was uns noch einmal die eigentliche Dimension des Dialogs gezeigt hat, neue Räume, Räume der Beheimatung, Räume, in denen wir uns begegnen können, diese Räume zu erschließen. Das ist für mich, und das hat begonnen mit dieser Abbruchssituation, mit der Unmöglichkeit, den Dialog mit unseren jüdischen Gästen führen zu können, den wir eigentlich führen wollten. Und ich glaube, da merken wir, dass diese Asymmetrie, von der du auch gestern gesprochen hast, ganz wichtig ist, um uns in eine tiefere Ebene des Dialogs zu führen. Dialog lebt aus Momenten der Einseitigkeit. Es gibt einen jüdischen Philosophen unserer Zeit, der sagt, das Hauptübel unserer Zeit ist das Beharren auf Gegenseitigkeit. Ist ein Schlag in das Gesicht vieler, die sagen, gegenseitige Liebe ist doch wichtig und so. Ich glaube, es geht um eine Gegenseitigkeit, die sich stiftet, nachdem man eingewilligt hat, nicht das erste und auch nicht das letzte Wort haben zu wollen. Und ein bisschen davon spricht unsere Erfahrung, an die ich mich jetzt nach über 20 Jahren noch erinnere, was mir nicht mit vielen Dingen so geht. Ich meine, also im Stenogramm nur eine solche Situation, in unserem Gesprächskreis Juden und Christen, der 71 entstanden ist im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die Hälfte Juden, die Hälfte Katholiken. Die prekärste Situation war gewesen, ein Schreiben zur Reichspogromnacht, 50 Jahre Reichspogromnacht. Da haben wir gesagt, da ist so viel Stuss erzählt worden von Politikern, Bischöfen, sonstigen Leuten, da müssen wir als Kreis eine Vorlage machen. Wie soll man reden von Schuld, Leid, Versöhnung? Dieser Prozess war der schmerzhafteste in den ganzen Jahrzehnten gewesen. Da ging es nicht bloß um Glauben, da ging es um Existenz. Die Toten ging es da. Und in Reichspogromnacht, Reichsgestalt, konnten wir ja noch reden. Hinterher war das ja nicht mehr möglich. Und da haben alle geschwiegen. Und darüber haben wir gesprochen. Das war so schwierig, dass die beiden Historiker im Kreis den Kreis verlassen haben, wir machen nicht mehr mit. Es steht uns nicht an, dass wir über unsere Vorfahren reden, wie es denn besser macht, begehren. So, ja, aber so geht es ja auch nicht. Ich soll was dazu sagen. Wir können damit nicht leben. Der Durchbruch war in Mainz gewesen, im Bildungshaus an einem Abend mit Wein und Bier, das sind ja wichtige Sakramente, und abends dann ausgetauscht, wie jeder von den Älteren, ich bin auch jünger, ich bin 39, erst geboren, von den Älteren, wie die das erlebt haben. Juden wie Christen. Das war so erschütternd, was die Einzelnen gesagt haben. Auch ihre Hilflosigkeiten dergleichen mehr. Das war das persönliche Verständnis, dass einem anderen sagt, okay, ich mache dir keinen Vorwurf daraus, in Ordnung, ich urteile nicht darüber. Das Zweite war, dann hatten wir eine Sitzung, wie geht man mit Schuld um? Er sagt, ja, da hatte ich den Juden hatten ihr Schuldformular, wie man mit Buße umgeht, und ich hatte auch eins. Ich sage, im Zweiten Vatikan habe ich das, und sie hatten das Mittelalter, Maimonides, und dann sagen die Juden, mein Gott, Hans-Peter, was soll der Quatsch denn? So ein Grün hinter den Ohren, das Knäblein, was du hier vorführst. Nein, 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 sag ich, das ist eine Tradition von Jahrhunderten, die ist beim Vatikan ein bisschen bearbeitet worden. Ist kein neuer, ist genauso alt wie eure. Da stellte sich raus, die Schritte der Buße sind genau dieselben. Also die 5b haben wir im Katechismus gelernt. Besinnen, bereuen, bekennen, bitten um Verzeihung und büßen, Buße machen. So, war genau dasselbe. Ich sage, ja komisch, sind wir beim selben Gott in die Schule gegangen. Was ist das denn? Und das Papier hat dann eine ganz große Verbreitung gefunden, das am weitesten verbreitete Erklärung dieses Kreises. Und dann gab es eine Vollversammlung im Zentralkomitee, das erste Mal, wo Juden gesprochen haben. In der Vollversammlung des Zentralkomitees, 300 Leute sind da. Da haben zwei gesprochen. Und der Hans Meyer sagt, das war ein Sternstunde des Zentralkomitees gewesen, diese Aussprache. Und der jüdische Vertreter, der Rabbi, sagte, wir trauern gemeinsam, aber unterschiedlich. Die einen trauern darüber, dass ihre Leute ermordet wurden, dass sie ihr Leben verloren haben, die anderen, dass sie ihre Würde verloren haben. Das ist eine völlig unterschiedliche Art der Trauer. Also ich denke, ein Problem des Dialogs ist ja eigentlich immer, dass der Mensch, und das ist in jeder Religion, denke ich so, irgendwann in den Punkt kommt, meint, seinen Gott verteidigen zu müssen oder seinen Gott erklären zu müssen. Wo kommt das her? Kommt das aus der falsch erkannten Prophetie, dass man mal sagt, ich muss jetzt für Gott Stimme sein und kann nicht Gott selbst mal sprechen lassen? Oder wie kann man das eigentlich mal generell verbessern, dass nicht immer der Mensch meint, für Gott einstehen zu müssen? Ja, also wir müssen zuerst mit unserem Leben das richtig stellen.
dass wir die Karikatur Gottes sind, den wir verkünden und verteidigen, kann nie hinhauen. Das kaufe ich euch ab, dann geht's. Aber sonst reden wir gegen die Wände, machen das Ärgernis nur noch größer. Also die Frage, wenn wir um Verzeihung bitten, dann hat das nach der Shoah das 40, 50 Jahre gedauert, bis Juden sagten, jetzt kaufen wir euch das ab, dass das ehrlich gemeint ist. Die vielen Erklärungen samt den Taten, die erfolgt sind. Aber sonst etwas verteidigen zu wollen, Kirche oder Gott oder entsprechende Taten, das geht nicht. Wir waren zum Beispiel in New York gewesen. Da zeigt uns der Rabbiner Wischogrod, großer Gelehrter, oft in Deutschland gewesen und so, zeigte uns das jüdische Viertel, Lower East Side. Da kam jetzt ein Buchhändler, ein langer Schlauch war das, da ganz hinten saß das Männchen mit einem arbeitenden alter Mann. Und wir kamen da rein und sagte, der Deutsche sagt, raus, Nazis! Sagte der Wischogrod, das sind Freunde. Und so, nein, raus, war nichts zu wollen. Dann führte uns zu einem kleinen Rabbi, der hat uns was erklärt, sagte, soll ich euch auf Englisch auf Jiddisch sagen? Da habe ich gesagt, Jiddisch, habe ich gehört. So. Das war so witzig, also toll, das zu hören. Habe ich gegrinst und so. Und hinterher saß man zusammen, sagte ich, Michael Wischogrod, wie soll da Versöhnung eigentlich stattfinden bei diesen konträren Erfahrungen? Sagt er, ja, ich will euch mal zeigen, was jetzt gegenwärtig noch der Fall ist. Das war vor 20 Jahren. Was jetzt noch der Fall ist, beides gibt es noch. Ich wollte euch zeigen, wie offen die Wunde noch ist. Und ich wollte euch zeigen, mit dem Rabbiner, was ich erlebt habe. Ihr standet da und habt da gegrinst, genau das war es, gegrinst habt ihr. Und das erinnerte mich an eine Szene, aber auch so ein kleiner Rabbi in Polen und um ihn herum deutsche Soldaten, die haben auch gegrinst. Das hat mich daran erinnert, dieser Assoziation. Ich weiß genau, ihr seid ganz anders als diese Soldaten, völlig anders. Aber solange ich diese Assoziation habe, bin ich noch nicht versöhnt. Lasst mir bitte Zeit. Lasst mir bitte Zeit. Danke. Danke euch allen jedenfalls. Vielleicht, wenn man an 1988, an die 50 Jahre Reichspogromnacht denkt, dann denke ich immer an Klaus Hämmerle und an das, was er vorgetragen hat bei einer Gedenkfeier. Sie haben meinem Gott das Haus angezündet. Ich kann das Ganze nicht auswendig, aber ich habe das oft gelesen, auch jüdischen Freunden in verschiedenen Teilen der Welt mitgeteilt und die waren ganz, ganz bewegt, auch in Argentinien, in den USA, in Israel. Also da hat er diese Stille gefunden oder dieses Zuhören, das vielleicht hier in diesem Gespräch vermisst wurde. Das hatte den Refrain und die Meinen haben das getan, ne? Ja. Hausangezogen, die Meinen haben das getan. Und die Meinen haben das getan. Die Meinen haben das getan. Danke, dass du dieses Zitat noch gebracht hast, denn das drückt nochmal aus, was mich schockiert hat an diesem Gespräch. Und wo ich merke, ich kann mich dem persönlich überhaupt nicht entziehen. Es poppen so viele Erfahrungen aus meinem eigenen Leben, aus unserer Gesellschaft, was in der Zeitung steht, gerade auf. Wo ich mich auch frage, wo stehen wir denn heute an dem Punkt, als Christen Jesus und seiner Botschaft zu glauben, zu behaupten, ihm persönlich begegnet zu sein und dann als Kirche solche Sachen zu tun. Ist immer ganz schwierig, will ich auch gar nicht machen, heutige andere Kisten mit dem Holocaust zu vergleichen. Und trotzdem, glaube ich, reicht es nicht nur darüber zu diskutieren, wie das damals war, sondern wo stehen wir denn heute, wenn erneut vielleicht in schwächerer Form und trotzdem dramatisch Situationen auftauchen, wo uns mir zumindest meine Begegnung mit Jesus sagt, da ist Solidarität, da ist Vergebung, da ist es Nächstenliebe in der konkretesten Form gefragt. Und als Institution wird Ausgrenzung, Ablehnung, Abwertung im Bezug auf Islamfeindlichkeit, Homophobie, Frauenfeindlichkeit etc. Gestern sagte die Silvina, Theresa, du bist ja nicht die Kirche und so können wir miteinander reden. Und in mir etwas hat gesagt, doch, weil ich ein Stück weit gerade denke, eben weil nicht nur die
bei aller Liebe Bischöfe, Priester, Kardinäle, der Papst, die Kirche sind, sondern weil ich auch Kirche bin, ne? Vielleicht mich mehr mit diesem Bewusstsein hinzustellen. Ne? Gleichzeitig war das gestern, habe ich dann eben nicht gesagt, ja, der Schlüssel zum Dialog zu sagen, ja, ich bin eben auch nicht nur alles das. Ne? Ich bin auch erstmal Theresa, die mit Silvina redet. Ja, es bleibt eine offene Frage, das würde ich mir mitnehmen, aber vielleicht habt ihr da noch auch noch irgendwie einen Gedanken, wo sind wir Kirche, wo sind wir Menschen, die Jesus begegnen, wie geht das zusammen, wie können wir mit dieser Spannung leben? Ich habe da keine Antwort drauf, aber ich kann versuchen, was dazu zu sagen. Als du vorhin sagtest, bei uns ist es heikel geworden, war es genau das Thema. Ich habe den Eindruck, wenn wir in den christlich-jüdischen Dialog auch im Licht dieser Tage tiefer einsteigen wollen, werden wir unweigerlich mit unserer eigenen Synagoge konfrontiert, also dem Zustand des eigenen Tempels, der Kirche. Ich möchte da etwas in dem Zusammenhang zur Ehrenrettung, auch wenn er das gar nicht braucht, von Klaus Hämmerle sagen. Klaus Hämmerle outet sich in dieser Antwort, über die man nun denken kann, was man möchte, outet sich als ein Mensch mit einer tiefen persönlichen Frömmigkeit und einer tiefen persönlichen Wahl, die er trifft. Und sagt, genau in der Spannung, die auch du beschreibst, ich bin Kirche, ich stehe in dieser Verantwortung mit. Es entsetzt mich, sagt er, was im Namen und mit dem Zeichen des Gekreuzigten in der Kirche gemacht wird. Aber ich versuche, anders zu leben, das Zeugnis einer anderen Kirche zu geben. Und da kommt die Frage in den Raum, welchen Gott bezeugen wir denn? Und ich glaube, wir sind immer noch am Übergang einer Zeitenwende sozusagen zwischen dem Gott der konstantinischen Kirchenzeit, also dieser Verheißung, in diesem Zeichen wirst du siegen, wird das Christogramm gezeigt, diese Kirche hat sich davon nie richtig erholt und merkt jetzt in den massiven Umbrüchen, dass eine neue Form von Kirche wachsen will, die von der Kraft, wie es bei Paulus heißt, der Kraft des Schwachen überzeugt ist, die erstmal ihre Schwäche lebt mit den Schwachen. Und das passiert eben noch weniger als Institution, sondern im Beispiel Einzelner, die Zumutung, das Risiko auf sich nehmen, ein eigenes persönliches Verhältnis zu gewinnen zur Welt, zu den Fragen, zu den Problemen, die du geschildert hast. Und die vielleicht ein bisschen in die Richtung kommen, die wir zu Anfang des Gesprächs auch erwähnt haben. Wir kommen immer mehr auch als Christen, bei aller Dankbarkeit, was es an Kirchenstrukturen, an Traditionen vielleicht auch gibt, dahin, was jüdisches Denken kennzeichnet, ein Denken ohne Geländer. Ohne die Sicherheit einer Tradition, die Tradition zersetzt sich gerade und wir sind neu durch dieses sich Zersetzen der Tradition dazu aufgefordert zu fragen, wie ist meine Gottesbeziehung, wie ist meine persönliche Beziehung zu Christus? Wo bezeuge ich das, um auf die Frage von Levinas zurückzukommen? Und insofern ist das, glaube ich, eine bleibend aktuelle Antwort, die Klaus Hämmerle in aller Unvollkommenheit, in aller Kritikwürdigkeit gibt. Und die beschäftigt uns heute noch. Es ist der Umbau von der konstantinischen, machtbewussten Kirche hin zu einer Kirche, die ihre Schwäche für die Schwachen entdeckt und daraus irgendwie synodaler Weg, das ist ein weiteres Stichwort, es brennt ja an allen Ecken und Enden. Das Heikle an der Sache, an diesem zweiten Tag unseres christlich-jüdischen Dialogs, Weggemeinschaft, ist, dass wir auf die eigene Kirche zurückverwiesen werden. Es stellt das eigene Haus. Es waren kaum jüdische Menschen hier. Was? Ja, aber kaum. Entschuldigung, eine solche Ansammlung von Juden habe ich selten mal gesehen. Ja. Am ersten Abend waren 3 Juden hier. Der Brandt hat gesprochen, die Smolenitzki war da und. Ja, schon. Aber du hast mein Argument nicht abgewartet. Also, das ist unheimlich für die Verdichtung. Aber ja, wunderbar. Ich will nur sagen, das scheint mir auch ein Zeichen dafür zu sein, dass vielleicht eine Einsicht dieser Tage auch sein kann, dass wir das eigene Haus bestellen und damit dann fähig werden, in einen tieferen und glaubwürdigeren und zeugnisstärkeren Dialog mit den jüdischen Menschen einzutreten.
Also bei jedem Interview heißt die letzte Frage, wie halten Sie das persönlich? Und dann bin ich auch wieder auf mich zurückgeworfen. Das heißt, Hans-Peter, was sagst du denn persönlich? Und was sagst du denn für deine Kirche? Und wenn wir das Haus nicht bestellen, ist alles, was ich vorher gesagt habe, Blech. Geht nicht. Und die Frage, die uns heute überall gestellt wird, die Frage, die du eben gestellt hast, Theresa, wie ist das mit den Frauen? Wie ist das mit dem sexuellen Missbrauch? Und so sagen wir da nicht vorankommen. Solange wir den Klotz am Bein haben, können wir nicht frei reden. Das ist eine Frage einerseits der Institution, insbesondere der Bischöfe, die blockieren, die Akten nicht offenlegen. Und andererseits das Fehlen von Gesprächsräumen, wie dieses Kloster, von dem Levinas spricht. Wo sind solche Räume, wo man sagt, da geschieht aber auch was. Sonst ist der einzige Blick jetzt, das sagt die Kirchenleitung. Es gibt da andere Räume. Es gibt Teseo und Salgilio und so weiter. Und wenn es diese Räume nicht gibt, reden wir uns den Mund fusselig. Wir müssen erst leben, bevor wir reden und diese Räume aufbauen.